Ja, die deutsch-französischen, also pardon, die deutsch-sowjetischen Beziehungen Ende der 80er Jahre, wie eben schon gesagt wurde, will ich das ein bisschen weiter doch noch zurückgehen, weil ich glaube, man versteht diese Beziehung erst, wenn man zumindest bis Willy Brandt zurückgeht. Jetzt muss ich hier kurz gucken, wie das funktioniert. Also Sie sehen, ich möchte mit der neuen Ostpolitik von Willy Brandt beginnen. Wird eben schon angedeutet über Helmut Schmidt, letztlich dann Helmut Schmidt und Brezhnev, dann zu Gorbatschow, zum Verhältnis Kohl-Gorbatschow kommen und dann am Ende, ich fasse es mal hier zusammen, auf die deutsche Einheit dann doch hier abzuheben und das auch in den Mittelpunkt zu stellen. Ich beginne mit einem Zitat von Willy Brandt. Wir sind ja gerade 50 Jahre Ostpolitik, deswegen ist ja da auch einiges los. Ein bekanntes Zitat: Wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein und werden im Innern und nach außen. Das sagte Brandt in seiner ersten Regierungserklärung am 28. Oktober 1969. Nachdem seine Vorgänger, nicht direkt, aber dann doch, ja, Konrad Adenauer die Westintegration realisiert hat, ging der Blick von Brandt dann natürlich eher Richtung Osten, um jetzt hier in verankerten westlichen Strukturen seine Ostpolitik zu beginnen. Und ich zitiere nochmal Brandt: Unser nationales Interesse erlaubt es nicht, zwischen dem Westen und dem Osten zu stehen. Unser Land braucht die Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Westen und die Verständigung mit dem Osten. Auch auf diesem Hintergrund sage ich mit starker Betonung, dass das deutsche Volk Frieden braucht, den Frieden im vollen Sinne dieses Wortes, auch mit den Völkern der Sowjetunion und allen Völkern des europäischen Ostens. Die Beziehungen, das hören wir hier schon, wie auch eben schon gesagt, also sind natürlich geprägt zum einen von den Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, von dem Ausrottungskrieg, den die Deutschen in der Sowjetunion geführt haben, von der Neuordnung Europas nach dem Zweiten Weltkrieg und dann natürlich vor allen Dingen vom Kalten Krieg und hier natürlich auch aus Folge des Zweiten Weltkrieges, was für diese Zeit hier natürlich von großer Bedeutung ist. Die UdSSR gehörte zu den vier Siegermächten und damit verfügte sie über besondere Rechte für Deutschland als Ganzes, besonders natürlich auch in Berlin. Also will ich mich hier, wie gesagt, auf diese Zeit konzentrieren, um dann vor allen Dingen zu gucken, zwischen welchen Polen, also zwischen Détente, die ja dann ab den 60er Jahren, in den 70er Jahren eine wichtige Rolle spielte, dann wieder neue Rüstungsspirale, ein sogenannter zweiter Kalter Krieg, wie man häufig sagte. Hier bewegten sich eben auch die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und der Sowjetunion. Es entsprach, wie gesagt, dem Interesse, so auch Brandt, des ganzen deutschen Volkes, die Beziehungen gerade zur Sowjetunion zu verbessern. Sie ist nicht nur eine der großen Weltmächte, sie trägt auch einen Teil der besonderen Verantwortung für Deutschland als Ganzes und für Berlin. Das haben Sie hier nochmal, habe ich jetzt vergessen, hier so schnell weiterzumachen, dieses Zitat von Willy Brandt aus einer Regierungserklärung, eine wichtige Zäsur. War dann natürlich dann der Moskauer Vertrag vom 12. August 1970, wo damit begann in gewisser Weise die Ostpolitik von Willy Brandt, der berühmte Satz, der Schlüssel liegt in Moskau und damit waren dann eben auch die Verträge mit Polen, der Grundlagenvertrag hier möglich. In dieser engen Kooperation, deswegen habe ich es hier nochmal bewusst reingenommen in den PowerPoint, mit der Hoffnung, in der Erwartung, dass hier auch viele junge Leute sind,
die zum Beispiel Egon Bahr gar nicht kennen. Da habe ich mich getäuscht hier heute Abend. Sie gehören zu einer Generation, die alle Egon Bahr und Willy Brandt noch live, lebendig gesehen haben. Deswegen hätte ich mir einige Fotos sparen können, aber es ist ja auch ganz gut, einige nochmal vielleicht hier wieder zu sehen. Also hier Egon Bahr, sozusagen das Hirn dieser Ostpolitik, was dann von Brandt umgesetzt wurde, ohne dass, also natürlich hat auch Brandt da Hirn mit reingebracht in diese Ostpolitik, keine Frage. Ja, aber wir wissen, dass hier Bahr eine ganz zentrale Rolle spielte und auch gerade bei diesem Warschauer Vertrag, wo beide dann schon in der Lage waren, von ihren Maximalzielen, die sie zwar formuliert hatten, aber am Ende dann doch nicht alle, nicht darauf immer insistiert hatten, so dass es möglich war, diesen Moskauer Vertrag dann zu unterzeichnen, einen Modus Vivendi hier zu schaffen, wie damals auch Theo Sommer in der Wochenzeitung Die Zeit sagte, Zitat, hierin lag das neue, gewichtige Element der Moskauer Verhandlungen, nicht gegeneinander trachteten die Vertragsparteien dabei, Unabänderlichkeiten oder Änderlichkeiten des Status quo zu ratifizieren, vielmehr versuchten sie miteinander den bestehenden Zustand zu pazifizieren. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages begann eine Phase der Entspannung im Verhältnis zwischen Bonn und Moskau, wobei es natürlich immer auch ein Drahtseilakt war, diese Beziehung über den eisernen Vorhang hinweg zu führen, aufrechtzuerhalten, Vertrauen vor allen Dingen hier auf sowjetischer Seite zu produzieren. Ja, und wenn wir gucken hier diese Fotos vom ersten Brezhnev-Besuch im Mai 1973, da sieht man schon, denke ich hier, dass es zumindest hier gelungen war, bei Brezhnev hier ein gewisses Vertrauen schon zu erreichen. Muss ich kurz gucken, wo der Pointer hier ist. Warte, egal. Also allein hier so eingehakt hier und es gab damals auch das in den Zeitungen stand, dass Ruth Brandt auch ganz hin und weg war von dem Handkuss von Brezhnev. Also wir sehen hier, Gesten spielten hier vor allen Dingen eine wichtige Rolle, weniger vielleicht politische Inhalte. Es ging hier um den Blick auf lange Händedrücke, wie man sieht, auf hier, man kann sagen, Kontaktaufnahme auch im physischen Bereich, protokollarische Freundlichkeiten wurden hier ausgetauscht und zeigten dann doch, dass diese Beziehungen vielleicht doch in eine neue Phase kamen. Diskutiert wurden hier vor allen Dingen Fragen der wirtschaftlichen Kooperation. Das war für beide Seiten eine wichtige Sache, aber es war auch wichtig, über wirtschaftliche Beziehungen die Verflechtungen zwischen beiden Seiten auszudehnen. Denn man weiß ja, denke ich, heute, dass gerade auch wirtschaftliche Beziehungen befriedend auf Beziehungen wirken und vor allen Dingen hier auch beim Beispiel des Kalten Krieges. Diese Ostpolitik, diese Annäherung zwischen Ost und West, die wir hier beobachten können, führten dann sicherlich auch zu einer auch weiteren wichtigen Etappe hier der sogenannten KSZE-Schlussakte von Helsinki, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, eigentlich eine sowjetische Initiative, die dann aber auch in gewisser Weise akzeptiert wurde von westlicher Seite. Sie sehen hier den amerikanischen Präsidenten Gerald Ford mit Brezhnev. Hier nicht so ganz gute Qualität, das Foto, was ich hier genommen habe, dieses berühmte Foto Erich Honecker und Helmut Schmidt, erstmal ja auch beide deutsche Staaten hier jetzt auf internationaler Bühne präsent. Diese Verhandlungen waren nicht immer einfach, aber führten dann doch auch zu Folgekonferenzen, wo also Ost und West weiter im Kontakt
blieben Gesprächsforen über den eisernen Vorhang hinweg entstanden. Und gleichzeitig aber auch, und das wahrscheinlich auch, hatte die östliche Seite unterschätzt, dass diese KSZE-Schlussakte die Bürgerrechtsbewegungen in den osteuropäischen Staaten ermutigten, hier jetzt engagierter aufzutreten, Menschenrechte einzufordern, die dann ja auch veröffentlicht, diese Forderungen veröffentlicht werden mussten. Man kann also vielleicht sagen, ohne das jetzt zu stark teleologisch zu formulieren, wenn man gucken will, wann begann vielleicht der Fall der Mauer, dann gibt es verschiedene Hypothesen. Begann es mit Prag, Niederschlagung Prager Frühling, begann es mit der Ostpolitik. Das sind auch häufig politische Einstellungen, die einen dazu bringen, den Anfangspunkt irgendwo zu suchen. Natürlich ist die SPD eher dazu geneigt, den Anfang bei Brandt zu suchen. Das ist keine Frage. Wenn man bei der CDU fragt, dann würde man wahrscheinlich sagen, was Adenauer begonnen hat, hat Kohl am Ende vollendet. Ja, also so finden wir hier natürlich auch politisch orientierte Schlussfolgerungen. Aber man kann sicherlich sagen, dass diese Schlussakte von Helsinki eine wichtige Etappe war, zumindest bei der Schwächung des Kommunismus im Osten, vielleicht sogar beim Zusammenbruch, weil, wie gesagt, hier jetzt gerade auch die Zivilgesellschaft in den osteuropäischen Ländern wieder neu entstand und dann auch politisch aktiv wurde. Helmut Schmidt ab 1974 setzte diese Entspannung in Ostpolitik fort. Er war weniger, Sie haben gesagt, ich habe in Hamburg studiert, komme aus Hamburg. Wir Hamburger sind ja weniger Männer von wichtigen Gesten und großen Worten. Da sind wir ja hanseatisch sehr zurückhaltend. Das war natürlich bei Helmut Schmidt auch so, eher Nüchternheit in der Wirtschaftspolitik allgemein. Wir kennen das auch in den Beziehungen zu Valéry Giscard d'Estaing, aber auch bei in den Beziehungen zu Moskau. Hier dieses Foto, 1974 schon gleich nach Moskau gereist, um diese wirtschaftliche Kooperation weiterzutreiben. Er hatte in gewisser Weise, Schmidt versuchte das hier als Business as usual zu deklarieren. Nur wenn man seine Memoiren oder verschiedene Reden von Helmut Schmidt liest, dann sagt er auch immer wieder, dass, deswegen habe ich auch dieses rechte Foto hier genommen, dass ihm bei dem Besuch bewusst war, dass Deutschland, das Dritte Reich, die Sowjetunion überfallen hatte, einen Vernichtungskrieg gegen das russische Volk geführt hatte, das auch natürlich nicht vergessen war. Und so war auch, und Helmut Schmidt, der auch sagte, er konnte auch mit Brezhnev über diese Sache reden, weil sie waren beide Soldaten im Zweiten Weltkrieg, natürlich auf unterschiedlicher Seite, aber da hast du auch trotzdem so eine gewisse Verständigung über diese ähnlichen Erfahrungen gegeben. Und so sagte Schmidt eben auch, dass es ihm natürlich auch darauf ankam, hier Verständigung in den Beziehungen mit der Sowjetunion dafür zu werben. Ich zitiere Schmidt: Ich habe versucht, ein kleines bisschen zur diesseitigen Versöhnung beizutragen. Also hier auch nicht nur Business as usual, sondern natürlich auch hier Versöhnungspolitik über Gesten, zumindest hier auf dem Foto ja auch zu sehen. Beim nächsten Treffen zwischen Schmidt und Brezhnev im Mai 78 war die weltpolitische Lage schon wieder eine andere. 76, 77 hatte die Sowjetunion begonnen, ihr Mittelstreckenarsenal zu modernisieren. Sie stationierte in Europa neue SS-20-Raketen, die Sie hier sehen, mit Mehrfachsprengköpfen, die also hier für den Westen eine Bedrohung waren, allgemein als Bedrohung für den Frieden wahrgenommen wurden, für die Sowjetunion in erster Linie, aber auch eine Frage der eigenen Sicherheit natürlich
war. Es gab unterschiedliche Positionen hier, wo ein Gleichgewicht des Schreckens sozusagen, ob es existiert oder nicht. Die Sowjetunion war der Meinung, sie würden hier etwas nachholen, weil der Westen letztlich ein Übergewicht an atomaren Waffen hatte. Also hier sieht man diesen Dissens, der hier existierte, der auch bei Helmut Schmidt dann dazu führte, dass er einer der wichtigsten Betreiber natürlich auch dieses NATO-Doppelbeschlusses war. Und das hat natürlich auch die Beziehungen zur Sowjetunion schwieriger gemacht, obwohl es immer, auch das ist sehr typisch für die bundesdeutsche Politik, mit allen Schwierigkeiten, allen Spannungen während des Kalten Krieges immer der Versuch, den Kontakt, den Dialog zu halten, sei es mit Moskau, aber auch mit Ost-Berlin, denn das schien hier für die bundesdeutsche Außenpolitik eine wichtige Sache, weil man natürlich hier auf der Nahtlinie des Kalten Krieges war, Deutschland, beide deutsche Staaten natürlich im Mittelpunkt dieses Kalten Krieges in Europa standen. Trotzdem wurde hier versucht, auch wieder, Sie sehen es hier, eben schon angedeutet, freundschaftliche Beziehungen bei allen politischen Spannungen aufrechtzuerhalten. Wir sehen hier Brezhnev unter anderem im Helmut Schmidts Wohnhaus in Hamburg-Langenhorn. Sie sehen hier auf dieser die Gesamtausgabe Marx, Engels, Lenin, glaube ich. Lenin wahrscheinlich nicht. Und was natürlich hierzu auch in der Presse wahrgenommen wurde, Marx, Engels, genau. Und auch in der Diskussion hier mit der Presse führte das zu schallendem Gelächter, wie man dann sah, dass bei Schmidt die Marx-Engels-Gesamtausgabe vorhanden ist. Und davor sitzen dann also Brandt, Brezhnev und Loki Schmidt. Ich zitiere ein bisschen aus der Presse, beim gemeinsamen Essen erwies sich der sowjetische Generalsekretär als sehr trinkfest, trank er doch den Wodka aus Wassergläsern, sodass Schmidt später von einer ziemlich fröhlichen Runde sprach. Es war nicht zuletzt der Alkohol, welcher der Gesundheit von Leonid Brezhnev sichtlich zusetzte, gerade dann in den Jahren danach, hier geht das noch so halbwegs, sodass lange, zähe Verhandlungsgespräche mit ihm eigentlich kaum noch möglich war. Das wird auch bei Willy Brandt immer wieder, er ist jetzt nicht mehr als Kanzler, sondern als SPD-Vorsitzender hier betont. Aber trotz aller gesundheitlichen Schwäche versuchte dann immer auch Brezhnev, sich noch immer in den Dienst seines Landes zu stellen, aber auch in den Dienst der Beziehungen der Sowjetunion zur Bundesrepublik. Er wollte die mit Brandt begonnene Entspannungspolitik nicht scheitern lassen, wollte sie mit Schmidt fortführen, um hier dieses aufgebaute Vertrauen nicht zu zerstören. Trotz aller, wie gesagt, Schwankungen war das Verhältnis zwischen Schmidt und Brezhnev von einem herzlichen Umgang geprägt. Das sieht man auch, wenn man sich die Bilder von dem letzten Besuch von Brezhnev in Bonn anguckt. Da habe ich jetzt kein Foto. Man tauscht Fotoalben aus, auch das so als eine sehr persönliche Geste, obwohl wir natürlich hier im Jahre 81 uns mitten im Zweiten Kalten Krieg befinden. Die Sowjetunion, die Rote Armee, war nach Afghanistan einmarschiert. Der Westen hatte Hochtechnologieprodukte in den Osten gestoppt. Und wir erinnern uns, dass der Westen die Olympischen Spiele 1980 in Moskau boykottiert hatte. Also hier eine Zeit der politischen Spannungen im Kontext des NATO-Doppelbeschluss, im Kontext der Nachrüstung mit Pershing II und Cruise Missile Raketen. Aber Schmidt hielt den Dialog, drängte die sowjetische Seite mit den Amerikanern
aus dem Dialog auch nicht auszusteigen, suchte selber den Dialog, auch wenn Brezhnev ihm sagte, wir halten die Lage für alarmierend. Und gerade auch mit dem Amtsantritt von Ronald Reagan in Washington stieg das Misstrauen zwischen West und Ost. Und Schmidt versuchte hier zwischen diesen beiden Seiten zu vermitteln, Brezhnev zu verstehen zu geben, dass der Westen, auch gerade die Bundesrepublik, kein Interesse an kriegerischen Verwicklungen habe, weil sie eben hier im Zentrum des Kalten Krieges standen. Aber die Lage war eben so, dass trotz dieses Dialogs in diesen ersten Jahren der 80er Jahre eine weitere Abrüstung eigentlich erstmal nicht möglich war. Und Helmut Schmidt musste auch feststellen, dass sein Einfluss auf die Weltmächte dann wiederum so groß auch nicht war. Der Schmidt-Biograf Günter Hoffmann schrieb, unendlich schwer fiel es ihm, wenn er zum Zuschauern verurteilt war. Das, so erinnert man, denke ich, Schmidt bis heute. Doch auch Brezhnev musste einsehen, dass seine Konzeption von Entspannung keine Früchte getragen hatte. Zwar war die Sowjetunion mit ihrer konventionellen atomaren Rüstung eine Supermacht im Kalten Krieg, doch hatte sie im Afghanistan-Feldzug dann doch beobachten müssen, dass sie hier trotz des Ganzen der Einsatz von enormen Ressourcen eigentlich keine Fortschritte machte, dass sie wirtschaftlich in den Ruin getrieben wurde und dass die Sowjetunion eben auch moralisch als Verlierer vor der Weltöffentlichkeit stand. Weiterhin musste sie beobachten, wie Ronald Reagan in Washington begann oder versuchte zumindest, die Sowjetunion totzurüsten, sodass und parallel merkte Moskau, dass selber in der Sowjetunion die Ressourcen nicht mehr vorhanden waren, um hier entsprechend dann auch noch zu reagieren. Wahrscheinlich war auch Brezhnev nicht mehr in der Lage, auf diese neue Herausforderung zu reagieren. Und er starb am 10. November, am 15. November 1982. Man kann sagen, das ist auch mal symbolisch. Sie sehen hier den toten Brezhnev. Gleichzeitig kann man sagen, die Sowjetunion befand sich in einer Lethargie. Ja, das ist auch hier diese Symbolik zwischen dem verstorbenen Brezhnev und der allgemeinen Lage des Landes war sehr sichtbar hier. Und die Frage war natürlich, wie es jetzt hier in diesen deutsch-sowjetischen Beziehungen weiter geht oder gehen würde. Wir wissen heute aufgrund der historischen Forschung und auch zumindest teilweise Einblicken in die sowjetischen Archive, dass die politische und wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung der UdSSR für die Zukunft nichts Gutes verhieß. Die Herrschaft der alten Männer garantierte im Kalten Krieg eine gewisse Beständigkeit, ja, aber wenn man es positiv formulieren will, doch ein objektiver Blick auf die reale Lage zeigte dann doch, dass hier ein bedenkenswerter Immobilismus und eine mangelnde Bereitschaft zu Reformen im Kreis dieser Gerontokratie zu erkennen war. Nach dem Tod von Brezhnev brach für 2 Jahre eine offene Krise im Kreml aus. Sie sehen hier seinen direkten Nachfolger Juri Andropow, der aber schon nach 15 Monaten starb. Und Sie sehen natürlich auch hier der Nachfolger von Andropow, Tschernjenko, starb dann auch schon wieder einige Monate später. Auch das natürlich sehr symbolisch hier für diese, ich habe vorhin von Lethargie, Immobilismus gesprochen, dass hier man kann sagen, Brezhnev, Andropow und Tschernjenko innerhalb kürzester Zeit verstarben. Und das zeigt eben auch die Schwäche
des Parteiapparates. Nach seinem Ableben, also von Tschernjenko, übernahm schließlich Michael Gorbatschow den Machtapparat in Moskau. Er war, als er 1985 an die Macht kam, 54 Jahre alt. Das macht mich ganz optimistisch, weil er galt als sehr junger Vertreter. Ja, da ich ungefähr gleich alt bin wie Gorbatschow damals, finde ich das sehr sympathisch. Er erbte hier jetzt aber eine Sowjetunion, deren kommunistische Strukturen immer weniger in der Lage waren, die wirtschaftlichen Herausforderungen und die soziale Sicherheit der Bürger zu garantieren. Wenn die Sowjetunion auch eine Diktatur war, so können auch Diktaturen nicht ohne eine gewisse Unterstützung durch die Gesellschaft, durch das Volk überleben. Und vor allen Dingen muss eine Diktatur die alltäglichen Bedürfnisse der Menschen sicherstellen, wenn es nicht zu Aufständen kommen soll. Und Gorbatschow versuchte mit seiner Perestroika-Politik hier zumindest auch in diese sozialistische Planwirtschaft mehr stärkere marktwirtschaftliche Elemente hineinzubringen. Er versuchte, die verschiedenen Bereiche der sowjetischen Strukturen hier zu modernisieren, um die ökonomische Leistungsfähigkeit seines Landes zu erhöhen. Ziel war es jedoch nicht, das sozialistische System aufzugeben. Zudem, das wissen Sie, denke ich ja, und erinnern Sie auch noch über Perestroika und Glasnost, hier dieses sowjetische System zumindest dosiert zu demokratisieren, ohne aber auch wiederum an der Macht der KPDSU zu rühren. Ja, also hier ist es auch wieder ein Drahtseilakt, wo man wahrscheinlich heute sagen muss, der eigentlich unmöglich war. Einerseits Transparenz, marktwirtschaftliche Elemente und Demokratie hier einzuführen, um gleichzeitig dann dieses Land zu stärken. Das musste Gorbatschow dann eben auch einige Jahre oder wenige Jahre später dann beobachten. Und gerade auch diese Elemente wie Meinungsfreiheit und Pressefreiheit, eine stärkere Liberalisierung der Kultur, all das brachte Gorbatschow hier jetzt hinein, fand damit natürlich auch Anerkennung, zumindest auf einem Teil der Menschen in der Sowjetunion, weil er eben auch diese kommunistische Betonsprache ablegte und ihnen zeigte, dass er sich für die realen Lebensverhältnisse in der Sowjetunion interessierte und sie versucht zu verändern. Auch in der Außenpolitik war Dialog sicherlich eines der Schlüsselwörter für diese neue Politik. Schnell nach der Machtübernahme unternahm oder schickte er erste Signale in den Westen, um hier den Meinungsaustausch zu suchen, um auch gerade auch neue Abrüstungsgespräche zu beginnen. Er hatte verstanden, dass die Sowjetunion wirtschaftlich nicht in der Lage ist, die bisherigen Militärausgaben aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar noch zu erhöhen, so dass er ja auch dann, zwar nicht sofort, aber im Februar 89 den Afghanistan-Krieg beendete, weil es die Ressourcen der Sowjetunion überforderte. Wir erinnern uns sicherlich auch noch an dieses Bild von Gorbatschow, hier, wo er eben auch die Sowjetunion in dieses europäische Haus mit integrieren wollte. Und das und diese Signale nach Westen gingen natürlich auch nach Bonn und führten schon im Juni 1989 zu einem Treffen in Bonn. Ich komme nochmal gleich darauf zurück, dass diese Beziehungen Gorbatschow-Kohl vor 89 so einfach nicht waren. Aber erstmal hier sehen wir dann doch, dass es möglich war, hier jetzt 89 nach Bonn zu reisen. Sie sehen hier mit dem damaligen Bundespräsidenten
Richard von Weizsäcker. Und auf beiden Seiten wurde hier versucht, dieses, gerade wieder dieses Vertrauen zwischen Bonn und Moskau zu betonen, was jetzt hier wieder verstärkt werden soll. Die Trennung zwischen Ost und West hier soll aufgehoben werden. Und so lesen wir auch bei Kohl, dass es eine seiner vorrangigen Aufgaben sei, an diese Traditionen anzuknüpfen, an die Entspannungspolitik und eben auch an die Entspannungspolitik von Brandt. Man kann diese Signale an den Westen von Gorbatschow auch als eine Warnung an Ost-Berlin lesen, wo sich eben wenig bewegte in dieser Zeit. Und dieser berühmte Spruch, nur weil der Nachbar seine Wohnung tapeziert, müssen wir es ja nicht, also an das SED-Politbüro-Mitglied, glaube ich, unter Mittag. Und damit zeigte er, dass hier also in Ost-Berlin keine Zeit für Reformen anscheinend gekommen waren. Und diese Beziehungen von Moskau nach Ost-Berlin verschlechterten sich, kann man sagen, monatlich und erreichten dann im Herbst 1989 ihren Tiefpunkt, wo ich gleich nochmal drauf zurückkommen will. Wichtig aber nochmal ist, dass diese Zeit von 85 hier bis 89 eine Zeit auch wieder des Übergangs war, beziehungsweise auch eine Zeit, wo man erstmal verstehen musste, dass hier sich im Kreml was verändert hatte, wo man erstmal gar nicht glauben wollte, dass mit Gorbatschow ein anderer Politiker hier jetzt an der Macht ist, der eine andere Politik führt und das auch, das ist nicht nur Propaganda, wie man aus dem Kalten Krieg kannte, sondern das sind anscheinend hier auch bei Gorbatschow ernst gemeinte Signale, ernst gemeinte Politik, um den Dialog zu suchen. Und dieses sieht man eben auch in dem eben schon angesprochenen Verhältnis zwischen Kohl und Gorbatschow. Ganz berühmt ist im Oktober 86 ein Interview mit dem Kanzler in Newsweek. Kohl sagte da, also Gorbatschow ist ein moderner kommunistischer Führer, der sich auf Public Relations versteht. Goebbels, einer von jenen, die für die Verbrechen der Hitler-Ära verantwortlich waren, war auch ein Experte in Public Relations. Das war sofort in der Presse. Man kann sagen, das gehörte zu den Ungeschicklichkeiten von Helmut Kohl, wenn man das jetzt ein bisschen dosiert formulieren will. Aber vielleicht muss man das auch als immer noch eine Zeit, eben, wie ich eben schon sagte, sehen, wo man eben noch nicht wusste, ist das irgendwie ein neuer Stalin oder was ist hier mit mal los? Und bei Kohl eben auch nicht so richtig wird es hier verstanden. Die Reaktion darauf war natürlich in Moskau, kam sofort, unwürdige Äußerungen, wurde hier gesagt, man verlangte völlige Klarheit und natürlich merkte Kohl sehr schnell, dass es hier vielleicht dann doch ein bisschen zu weit gegangen war. Er versuchte hier gegenzurudern. Er sagte, er wollte keinen Vergleich zwischen diesen beiden Personen hier angestellt haben. Er wollte nur sagen, dass Öffentlichkeitsarbeit nicht unbedingt etwas über die Qualität der jeweiligen Politik aussagt. So versuchte er sich hier zu retten. Doch Moskau kündigte ernsthafte Konsequenzen an, wenn Kohl sich nicht von diesem Goebbels-Zitat oder Vergleich distanziert. Kohl sagte, er sei nicht richtig wiedergegeben worden von den Journalisten, aber dann gab es doch Aufnahmen, also Thunmann-Aufnahmen, wo man sehr schnell merkte, es wurde in der Tat sehr gut wiedergegeben von den Newsweek-Journalisten. Und deswegen war dieser außenpolitische Schaden enorm in dieser Zeit danach, nicht nur zu Moskau, allgemein zu den osteuropäischen Ländern. Eine gewisse Eiszeit hier war zu beobachten zwischen Bonn und Moskau. Besuche wurden abgesagt, Kontakte zurückgefahren.
Moskau machte sich einen Spaß daraus, Widersacher von Helmut Kohl innerhalb der CDU-CSU einzuladen, wie Richard von Weizsäcker, Lothar Späth oder auch Franz Josef Strauß. Alle waren vor Kohl in Moskau und Kohl musste hier jetzt warten. Aber trotzdem merkte auch Moskau, sie können nicht permanent den Kanzler hier umgehen, ihn ignorieren. Und man muss sagen, wir werden wahrscheinlich sagen, dass es dann vor allen Dingen an Hans-Dietrich Genscher, dem Außenminister, lag, dass er versuchte, hier diese Beziehungen wieder zu befrieden. Kohl versuchte nochmal im März 87 seine Ungeschicklichkeit, so sagt er es natürlich nicht, hier zu begründen. Niemand von uns weiß, wohin der Weg in der Politik führt, die jetzt offenkundig scheinbar in der Sowjetunion eingeleitet ist. Jetzt kann man sich über das Wort scheinbar und anscheinend nochmal unterhalten. Aber man sieht hier, wie hier Kohl sicherlich hier schlingert, um in seiner Haltung zu Gorbatschow. Schließlich konnte er dann aber doch im Oktober 88, das ist jetzt irgendwie hier durch das Hin- und Hergeschicke des PowerPoints, aber Sie sehen hier eben Kohl auf dem Roten Platz, er war in einer großen Delegation nach Moskau gereist und damit war diese Eiszeit hier auch beendet. Kohl lud Gorbatschow umgehend nach Bonn ein und man bemühte sich hier, neue bilaterale Gespräche, neue bilaterale Abkommen zu unterzeichnen. Und was sicherlich auch ein Grund war, dass Gorbatschow hier vielleicht ein bisschen klein beigeben musste, waren die katastrophalen wirtschaftlichen Verhältnisse in der Sowjetunion. Der Kohl-Biograf Hans-Peter Schwarz kommentierte den damaligen Beziehungszustand der beiden Politiker mit folgenden Worten: Von nun an erwachsen aus dem beiderseitigen Interesse und den Anfängen gegenseitigen Vertrauens jede unvorhergesehenen weltpolitischen Folgen, die Kohl emportragen und Gorbatschow scheitern lassen. Bei seinem Bonner Besuch deutete jedoch noch nichts auf dieses Scheitern hin. Genauso wenig dachte man hier im Juni 89 irgendwie an den Fall der Mauer oder gar an eine bevorstehende Wiedervereinigung. Aber hier dann doch sehr auffällig, wie herzlich der sowjetische Politiker in Bonn empfangen wurde. Vielleicht auch, weil die Bundesdeutschen nach 40 Jahren Kalter Krieg hier auch müde waren in gewisser Weise. Der Spiegeljournalist Hartmut Palmer erinnert sich, eine wahre Gorbimanie brach da los. Ich habe das hier auch nochmal. Wo immer sich die beiden Staatsgäste zeigten, gab es Beifall, Gorbi-Ruf und ausgestreckte Hände. Die Menschen standen dicht gedrängt auf dem Bonner Marktplatz, als der Gast sich dort ins goldene Buch der Stadt eintrug. Tags darauf erschien in allen Zeitungen das Bild, dass 100.000 Deutsche das Wasser in die Augen trieb. Ich gehe nochmal einmal zurück hier, der mächtige Kremlherr vor dem Bonner Rathaus mit dem kleinen Heinrich Sebastian Schilling auf dem Arm, einem Bonner Jungen, den Reißer Gorbatschow aus der Menge gefischt hatte. Seit John F. Kennedy und Charles de Gaulle war in der Bundesrepublik kein anderer ausländischer Besucher so gefeiert worden. Ja, ich denke, Sie erinnern diese Bilder wahrscheinlich hier auch nochmal zur Gorbi-Mania, auch diese schnelle Übersetzung seines Buches, die hohe Auflage dieses Buches zeigte, wie groß das Interesse hier in der Bundesrepublik war, aber nicht nur in der Bundesrepublik, an dieser neuen Politik, an der Person von Gorbatschow. Wichtig war hier, wenn man jetzt mit der Perspektive langsam so Richtung Fall der Mauer geht, dass Gorbatschow mit einer Doktrin brach, der sogenannten Brezhnev-Doktrin, die im Kontext des Prager Frühlings bzw. der Niederschlagung des Prager Frühlings damals formuliert wurde. Moskau gewährte den Satellitenstaaten nur eine beschränkte Souveränität
Und das war aber jetzt für Gorbatschow undenkbar. Er beendete diese Brezhnev-Doktrin und sagte, dass diese Staaten wie Polen, Tschechoslowakei und so weiter für ihre Politik selber verantwortlich seien und dass hier ein militärisches Eingreifen in diesen Ländern von Moskauer Seite aus nicht mehr vorgesehen ist, wenn es, wie es 53 und 56 und 58 so war. Gorbatschow war kein Vertreter von solchen gewaltsamen Interventionen, allgemeinwohl sehr viel zurückhaltender gegenüber der Ausübung von Gewalt im Vergleich zu seinen Vorgängern. Und er wusste natürlich auch, dass wenn hier die Sowjetunion wieder mit ihren Panzern irgendwo in diesen Ländern eingreift, dass damit seine Glaubwürdigkeit natürlich auch sofort zerstört ist. Wir beobachten also hier eine Entideologisierung der zwischenstaatlichen Beziehungen zwischen Ost und West, eine starke Veränderung hier in diesem Kalten Krieg, neue Handlungsspielräume für diese sowjetischen Satellitenstaaten, was ja auch schnell genutzt wurde von den Polen, sogar sehr früh, die Tschechen, Slowaken, dann aber auch, denken Sie an Havel, Valenza und so weiter, will ich jetzt nicht lange aufführen, aber wir sehen hier also, dass diese Opposition, die sich in diesen Ländern bildete, sich ermutigt fühlte, weil sie eben keine Angst mehr haben musste, dass die Rote Armee hier wieder interveniert. Und damit ist auch die Aufkündigung der Brezhnev-Doktrin sicherlich eine wichtige Etappe, wenn man jetzt diesen Fall der Mauer und den Fall der kommunistischen Regime in Osteuropa in den Blick nimmt. Wie gesagt, die Machthaber in Ost-Berlin beobachteten mit sehr großer Skepsis, Kritik diese Entwicklungen hier in Moskau. Ihnen war natürlich irgendwo bewusst, dass ihre Macht immer auch auf der Unterstützung durch Moskau beruhte. Die fehlende demokratische Legitimierung bedurfte oder wurde kompensiert durch die sowjetischen Bajonette. 1953, 17. Juni, hat man es gesehen, aber auch in der Zeit danach. Als Walter Ulbricht, den Sie hier sehen, Ende 60er Jahre zu eigenständig wurde, betrieb Moskau seine Ablösung. Als dann Honecker ihm nachfolgte, machte ihm Brezhnev damals nochmal klar, wie die Abhängigkeitsverhältnisse hier sind. Zitat Brezhnev: Erich, vergiss das nie, die DDR kann ohne uns, ohne die Sowjetunion, ihre Macht und Stärke nicht existieren. Ohne uns gibt es keine DDR. Damit war Honecker gebrieft, kann man hier so sagen, und wusste natürlich auch, wie wenig Freiheiten er hatte, auch wenn er natürlich versuchte, gewisse Handlungsspielräume sich zu erarbeiten gegenüber Moskau. Aber es war ganz klar und nicht zu übersehen, dass jetzt hier Ende der 80er Jahre es Spannungen, Distanzierungstendenzen zwischen Ost-Berlin und Moskau existierten, dass die Menschen in ganz Deutschland ein Augenmerk auf Gorbatschow legten, als dieser dann vor allen Dingen auch dann zum 40. Geburtstag der DDR am 7. Oktober 89 nach Ost-Berlin kam. Vielleicht erinnern Sie es, es gab ja in den 50er, 60er Jahren in der DDR den Spruch, erst hieß es von Stalin lernen, heißt siegen lernen, dann wurde es von der Sowjetunion lernen, hieß siegen lernen. Dieser Spruch verschwand in den 80er Jahren, beziehungsweise er verschwand, weil das Regime ihn nicht mehr an die Wände schrieb, aber er wurde jetzt von der Opposition in der DDR benutzt, mit der Spruch von der Sowjetunion, siegen lernen heißt siegen lernen. Und der
Der Hinweis war natürlich, oder hätte man anders formuliert, von Gorbatschow lernen heißt Sieger lernen. Also dieser Spruch veränderte seinen Urheber in gewisser Weise oder den, die es dann immer auf ihren Plakaten, als es dann in der DDR zu Demonstrationen kamen, beriefen sich diese Montagsdemonstranten und andere auf Gorbatschow, auf Glasnost und Perestroika. Gorbatschow kam nach Ostberlin am 7. Oktober. Es gab in Moskau vorher eine Diskussion, soll er fahren, soll er nicht fahren, will er fahren oder nicht. Er entschloss sich schließlich, hier jetzt dann doch, wie also traditionell zu den Genossen nach Ostberlin zu fahren. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde geschrieben, dass die ganzen Menschen in Europa in diesem Augenblick in einer seelischen Erregung sich befanden, wie es vielleicht auch nie in der Nachkriegsgeschichte vorher gegeben hatte. Denn man guckte natürlich jetzt hier, wie verhält sich Gorbatschow bei diesem Geburtstag, wie ist das Verhältnis Honecker-Gorbatschow. Honecker versuchte natürlich durch die Präsenz von Gorbatschow sich wieder Legitimität hier gegenüber seiner eigenen Bevölkerung zu holen. Die Bevölkerung hatte Hoffnungen, dass die Anwesenheit von Gorbatschow dann zu neueren, weiteren Reformen auch in der DDR vielleicht führt. Sie sehen hier, ja, ich habe immer hier ihn hier pars pro toto für diese Oppositionsbewegung, gerade auch am Tag des 7. Oktobers. Es kam zu einer Unterredung von Honecker und Gorbatschow im Schloss Niederschönhausen in Ost-Berlin. Und Gorbatschow sagte ihnen, wenn sie politisch überleben wollten, dann bedürfte es Reformen aus dem Herzen der Partei, denn Verzögerungen seien nicht mehr aufzuschieben. Wörtlich erklärte Gorbatschow, Zitat, ich halte es für sehr wichtig, den Zeitpunkt nicht zu verpassen und keine Chance zu vertun. Wenn wir zurückbleiben, bestraft uns das Leben sofort. Wir sind in einer Etappe sehr wichtiger Beschlüsse. Es müssen weitreichende Beschlüsse sein. Die müssen gut durchdacht sein, damit sie reiche Früchte tragen. Unsere Erfahrungen und die Erfahrungen von Polen und Ungarn haben uns überzeugt. Wenn die Partei nicht auf das Leben reagiert, ist sie verurteilt. Wir haben nur eine Wahl, entschieden voranzugehen. Und daraus wurde dann der Spruch, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Es gibt ja verschiedene Varianten. So direkt hat das nicht gedacht, aber Sie haben es eben hier rausgehört. Die Vokabeln waren ja hier auch da. Das berührte Honecker anscheinend nicht so richtig, weil er da sicherlich auch in seinen Reden, das mag eigentlich überraschen, war kein Wort von den Flüchtlingen zu hören, die über Ungarn ja mittlerweile in den Westen gekommen waren, kein Satz über die Krise des Landes. Also eigentlich schien es so immer weiter zu gehen. In der Rückschau berichtete Gorbatschow über seine Eindrücke während der Jubiläumsfeierlichkeiten, Zitat, mich sprach jedenfalls der damalige polnische Ministerpräsident Rakowski an, der hinter mir stand, auf der Tribüne da bei diesen Feierlichkeiten. Michael Sergejewitsch, verstehen Sie Deutsch? Ich sagte, genug, um zu verstehen, dass die Menschen nach mir rufen und radikale Veränderungen einfordern. Und darauf Rakowski, das ist doch das Ende, oder? Und ich sagte, ja. Gut, das hat er Jahre später geschrieben. Da sind natürlich auch noch gewisse Veränderungen immer möglich. So, aber es war natürlich Gorbatschow in der Tat klar. Und er hörte ja auch die Gorbi-Gorbi-Rufe im Hintergrund, als dann Demonstranten festgenommen worden sind. Nach dem Fall der Mauer am 9. November 1989 können wir beobachten mit dem historischen Blick, wie eigentlich eine permanente Beschleunigung hier der internationalen Beziehungen und auch des historischen Prozesses zu beobachten war, die Politiker dem Rechnung tragen mussten. Und das ist, denke ich, einer der wichtigsten Aspekte, wenn wir diese schnelle deutsche Vereinigung verstehen wollen. Innerhalb von wenigen Tagen bzw. Wochen, manchmal auch sogar noch Stunden, konnten sich die Haltung, das Denken der beteiligten Akteure verändern, weil sich die Situation in Deutschland oder
in Europa und der Welt tiefgreifend verändert hatte. Innerhalb kurzer Perioden konnten sich Ereignisse abspielen, die noch kurz zuvor gar nicht denkbar oder voraussehbar waren. Diese schnellen Wandlungen, Veränderungen bescherten dem Kanzler Kohl wertvolle innenpolitische und außenpolitische Argumente, um natürlich hier die DDR-Bürger zu Forderungen über demokratische Freiheiten hinaus zu bewegen. Also dieser Schritt von wir sind das Volk zu wir sind ein Volk spielte natürlich aber eine Rolle, eine gewisse Interaktion zwischen den Demonstranten in der DDR und der Politik von Helmut Kohl. Der Kanzler war sicherlich damals jemand, der früher als andere zumindest verstanden hat, dass es hier so ein Zeitfenster gab. Man wusste ja nicht, wie verändert sich die Lage vielleicht in Moskau, bleibt Gorbatschow an der Macht und wenn nicht, was kommt dann? Das muss man ihm sicherlich zugute halten, dass sich dieses Hauptziel deutsche Einheit nicht aus den Augen verlor. Sicherlich nicht wissen, wann das kommt. Natürlich auch im Bewusstsein, dass die Deutschen das nicht alleine entscheiden, sondern immer natürlich auch die vier Siegermächte da eine Rolle spielen, die anderen Nachbarn Deutschlands, vor allem natürlich auch Polen, eine Rolle spielte. Aber diese Bilder, die man hier sieht, gaben natürlich auch Helmut Kohl immer wieder Argumente, um zu sagen, das ist in gewisser Weise das Selbstbestimmungsrecht der Ostdeutschen oder Deutschen, was man hier sieht, die eben die nicht mehr nur die Mauer abgerissen haben, sondern dann irgendwann ja auch kamen Forderungen nach Deutschland, einig Vaterland oder andere hier Slogans, die man damals hatte. Und so muss man sicherlich auch den 10-Punkte-Plan von Helmut Kohl vom 28. November 89 verstehen. Gorbatschow kritisierte ihn massiv, sprach von revanchistischen Dokument hier, was Kohl hier geschrieben hatte. George Bush und Außenminister James Baker begrüßten ihn nachdrücklich. Dieser 10-Punkte-Plan war nicht mit Mitterrand in Paris abgesprochen, was starke Spannungen zwischen dem französischen Staatspräsidenten und dem deutschen Kanzler provozierte. Auch das bedurfte dann einer vielen Gesprächen und einem langen Spaziergang Anfang Januar 90 auf den Atlantikstränden in den Landes südlich von Bordeaux, um das Verhältnis wieder zu kitten. Aber wir sehen hier immer wieder jetzt auch in den Gesprächen zwischen Moskau und Washington immer dieses Argument der Selbstbestimmung der Deutschen, was die Amerikaner unterstützen wollten. Auch die Amerikaner versprachen massive finanzielle Hilfe für die Sowjetunion, vor allen Dingen, wenn die Sowjetunion die Integration der DDR in die NATO akzeptiert. Also wir sehen hier natürlich Verhandlungen über die Zukunft auch der DDR. Wir sehen hier, wir sind hier im Dezember 89. Idee ist hier die DDR in der NATO, nicht das Vereinigte Deutschland, so weit ist man hier noch nicht. Und Moskau war immer stärker gezwungen, weil die wirtschaftliche Lage so katastrophal war, diesem nachzugeben, man kann sagen nach und nach, und verhandelte eigentlich permanent aus einer Position der Schwäche. Auch wenn Gorbatschow gegenüber Kohl immer wieder erstmal Njet sagte bei Forderungen nach einem neutralen Deutschland oder einem vereinigten Deutschland, all das war hier im Dezember erstmal noch nicht das Thema, aber Kohl verstand hier auch, dass mit wirtschaftlicher Hilfe hier vielleicht dann doch ein Umdenken in Moskau möglich ist. Der Kanzler akzeptierte umgehend eine Sonderlieferung von Lebensmitteln zu einem, wie es heißt,
Freundschaftspreis und die er nicht abhängig machte von einer positiven Antwort Moskaus zur Vereinigung. Aber da weiß man natürlich, wer gibt schon hier Millionen oder Milliarden aus für nichts. Natürlich gab es hier zumindest den Hintergedanken, dass es hier eine Wandlung in Moskau gibt und gab. Und es gab sie natürlich auch dann relativ schnell, dass Gorbatschow der deutschen Einheit keine Steine mehr in den Weg legen wollte. Aber er akzeptierte noch nicht das vereinigte Deutschland in der NATO. Am 10. Februar reiste Kohl, oder Kohl und Genscher reisten nach Moskau. Gorbatschow machte ihm den Vorwurf, er würde diesen Einigungsprozess zu sehr beschleunigen und damit die Situation in Europa destabilisieren. Ähnliche Worte fand man auch bei Mitterrand damals, dem es auch zu schnell ging und der sich hier Sorgen um den Frieden in Europa machte. Kohl argumentierte immer mit dem steigenden Druck aus der DDR selber, Recht der Deutschen zur Selbstbestimmung. Auch das war wieder ein Argument. Und er argumentierte, dass sein Vorschlag zur Wirtschafts- und Währungseinheit die Lage in Deutschland beruhigen und auch entschleunigen sollte. Aber schließlich gab Gorbatschow grünes Licht. Auch hier bestand aber immer noch hier im Februar auf der Neutralität eines vereinigten Deutschlands. Während die anderen Alliierten jetzt hier bereit waren, nachzugeben. Wir erinnern uns ja auch, Thatcher war ja auch jetzt nicht sehr angetan von einer deutschen Einheit. Und wie eben schon gesagt, Mitterrand war da, ist ja die Frage bis heute, wollte er es verhindern, wollte er es bremsen. Die Historiker sind sich da ja auch noch nicht einig. Was sicherlich für die Bundesrepublik und für Kohl von großem Vorteil war, war das wachsende politische und wirtschaftliche Chaos in der Sowjetunion. Und das letzte Hindernis wurde dann im Juli 1990 bei den Verhandlungen im Kaukasus aus dem Weg geräumt. Auch hier natürlich wieder diese Symbolik der berühmten Strickjacke. Ja, man gibt sich bewusst privat, man gibt sich hier rustikal, sage ich es mal, mit diesem Holztisch, wenn ich es richtig sehe, im Hintergrund die verschiedenen Politiker aus der Sowjetunion und der Bundesrepublik. Und diese persönliche Ebene, denke ich, spielt dann doch hier auch eine wichtige Rolle, dass es schließlich dann zu der Einigung kam und Gorbatschow akzeptierte das vereinigte Deutschland als Teil der NATO. Und dann, das wissen wir, ging es sehr schnell, die 2+4 Vereinbarungen zwischen den vier Siegermächten und den beiden deutschen Staaten waren eine Art, es ist nicht völkerrechtlich ein Friedensvertrag, aber in gewisser Weise kam es dem gleich. Es wurde jetzt hier der Rahmen geschaffen für die staatliche Vereinigung und vor allen Dingen auch für den definitiven Charakter der Grenzen. Das war natürlich gerade für die deutsche Ostgrenze wichtig. Darauf insistierte natürlich Gorbatschow, aber auch François Mitterrand, dass die Oder-Neiße-Linie, die permanente und nicht zu verändernde Grenze zwischen dem Vereinigten Deutschland und Polen sein muss und bleiben muss. Das Vereinigte Deutschland konnte seine Bündniszugehörigkeit wählen und entschied sich, ohne große Überraschung, für die NATO. Und so musste dann natürlich auch die Rote Armee die DDR verlassen. Sie sehen, das dauerte dann noch 4 Jahre, bis dann die sowjetischen Panzer, wir sehen hier diese Militärstandorte in der ehemaligen DDR. Auch das eine wichtige Sache, weil hier auch sehr viel Geld geflossen ist von Bonn nach Moskau, um Wohnungen zu bauen für diese rückkehrenden Soldaten. Also auch das spielt in diesen
deutsch-sowjetischen Beziehungen eine wichtige Rolle. 15 Milliarden D-Mark überwies Kohl nach Moskau. Also wir sehen hier, was wenige Monate zuvor unvorstellbar war, war nun Realität. Die Sowjetunion hatte nicht von ihrem Vetorecht Gebrauch gemacht, akzeptierte das Vereinigte Deutschland in der NATO. Aber wie Archive, denke ich, zeigen, gab es in diesen wichtigen Momenten der Weltgeschichte auch eben keine veritable Deutschlandpolitik des Kremls, keine wirkliche Strategie. Gorbatschow war parallel mit den internationalen Beziehungen, natürlich auch mit den Entwicklungen in der Sowjetunion selber beschäftigt. Das sowjetische Imperium drohte zu implodieren und implodierte dann ja auch. Und auch das schwächte ihn natürlich in den Verhandlungen mit Deutschland und den USA und so weiter. Also Gorbatschow war immer wieder darauf angewiesen, wirtschaftliche Hilfe aus dem Westen anzunehmen und damit auch dann die DDR aus dem Bündnis zu entlassen. Am 25. April 91 ratifizierten der Bundestag den Vertrag über gute Nachbarschaft, Partnerschaft und Zusammenarbeit zwischen dem Vereinigten Deutschland und der UdSSR. Und da kann man, denke ich, schon sagen, was hier mit dem Moskauer Vertrag begonnen hatte, der Aufbau des Vertrauens, den es gab, den nie abreißenden Dialog zwischen Bonn und Moskau, all das führte dazu, dass diese Wiedervereinigung so möglich war, wie ich es eben beschrieben habe, wie Sie das, denke ich, auch ja noch erinnern. Deswegen können wir feststellen, dass natürlich zum Schluss jetzt hier die Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik immer vom Kalten Krieg betroffen war, eher konfrontativ angelegt waren in der Zeit von Adenauer, aber trotzdem erinnern wir uns ja auch, 1955 flog Adenauer nach Moskau, wurde da empfangen, um dann ja auch die letzten deutschen Kriegsgefangenen frei zu bekommen. Auch das ein wichtiges Ereignis sicherlich hier. Also wir sehen hier diesen Dialog, den es dann doch eigentlich permanent mit gewissen Unterbrechungen gab, ab 69, 70 dann intensiviert durch Brandt, weitergeführt, wie ich es gezeigt habe, von Helmut Schmidt. Und man kann sicherlich sagen, dass auch Helmut Kohl die Deutschlandpolitik, die Ostpolitik von Willy Brandt in gewisser Weise so fortführte. Es ist keine Zäsur in der Ostpolitik der Bundesrepublik, denn wir sehen ja auch hier, wir haben es gesehen, diese verschiedenen Fotos, wo man versucht, hier auf eine sehr persönliche Art und Weise mit den Führern im Kreml umzugehen, immer wieder sich abzusprechen, kontroverse Auffassungen, weltanschauliche Divergenzen, die es natürlich gab, aber diese nicht zu dramatisieren, beziehungsweise hier einen heißen Krieg zu überführen. Wir können sagen, dass mit dem Vertrag, den wir hier sehen, es erstmal so aussah, dass hier eine gute Nachbarschaft zwischen dem Vereinigten Deutschland und Russland, sage ich jetzt schon mal, möglich sein sollte. Wenn wir aber heute gucken und 30 Jahre zurückgucken, müssen wir uns natürlich fragen, ob hier nicht viele Hoffnungen nicht erfüllt worden sind. Diese Karikatur Merkel-Putin aus dem Jahre 2018 sieht die deutsch-russischen Beziehungen natürlich hier auf einer sehr unsicheren, Brücke. Und die Frage, ob sie halten wird. Und diese Risse hier, die man hier ja auch so sieht, denke ich, zeigt nochmal die problematischen Beziehungen, die es heute gibt, aber wo wir ja auch immer wieder feststellen müssen, dass Angela Merkel und Putin bei allen Divergenzen, die es gibt, das Gespräch immer aufrechterhalten
Und wir wissen ja auch, Merkel spricht Russisch, Putin spricht Deutsch mit sächsischem Akzent. Also auch das sprachliche Problem gibt es da nicht. Vielen Dank.